Wie bei allen anderen Konstrukten, die Sie bereits kennengelernt haben, kann es auch zu Fehlern kommen, wenn man Arrays inkorrekt verwendet. Der häufigste Fehler bei Arrays ist, dass ein ungültiger Index verwendet wird. Wir haben hier wieder unser Board-Array mit den 6 Elementen. Und wenn wir jetzt nur den Wert vom letzten Element in der Konsole ausgeben möchten, dann könnten wir denken, naja, das ist ja das 6. Element, also machen wir das mit println zum Ausgeben, board, unser Arrayname und in eckigen Klammern 6. Das erscheint auch zunächst als problemlos. Wenn wir jetzt das Programm aber starten und da leuchtet schon rot und es sagt Array Index Out of Bounds Exception. Dieser Fehler zeigt jetzt an, dass der Index ungültig ist, das heißt nicht auf ein existierendes Element im Array verweist. Der Index liegt also nicht im zulässigen Bereich. Und wir erinnern uns, da die Indexzählung ja bei 0 beginnt, wird auf das 6., also letzte Element, mit Board von 5 zugegriffen. Also 5. Ein Index von 6 existiert also gar nicht. Schauen wir das jetzt mit Board von 5 an. Dann wird korrekt 1 ausgegeben. Dieser Fehler tritt häufig in Kombination mit Schleifen auf, da als Indizes oft Variablen verwendet werden. Und damit ist der Fehler dann oft nicht ganz so offensichtlich. Wollen wir im Array Numbers 5 Zufallswerte speichern? Dann können wir das ganz einfach mit der folgenden Schleife programmieren. Wir haben hier die Vorschleife, mit der wir wieder jedes Element im Array durchgehen möchten, erstellen eine Zufallszahl, casten sie auf int und speichern sie in Numbers am Index i. Wenn wir jetzt den Code ausführen, dann haben wir wieder eine Array Index Out of Bounds Exception. Denn wenn wir die Bedingungen genauer anschauen, führen wir die Schleife 6-mal aus. Wir starten also mit i ist 0 und weisen Numbers am Index 0, also dem ersten Element, einen Zufallswert zu. Im letzten Schleifendurchgang enthält die Variable i den Wert 5 und wir würden mit Numbers an der Stelle i auf das 6. Element zugreifen. Dieses existiert aber nicht, weil das Array ja nur 5 Elemente beinhaltet. Wir müssen also hier die Bedingung ändern, beispielsweise auf i kleiner gleich 4. Wenn wir das Programm jetzt wieder starten, dann sehen wir, das Array wird korrekt ausgegeben. Sie haben in diesem Video gelernt, was Arrays bzw. Datenreihen sind und wie mächtig sie sind, wenn wir nicht nur einen einzelnen Wert in einer Variable speichern möchten, sondern gleich mehrere zusammengehörige. Wie wir damit die Futterpunkte für das Backman-Spielfeld im Sketch-Fenster anzeigen können oder welche alternative Vorgehensweise sich damit für Max bei der Suche nach der ältesten Person auftut, das sehen Sie im nächsten Video. Also dranbleiben!